Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue und heute machen wir einen Cut aus Argentinien. Den habe ich 2 Jahre lang versucht zu kriegen, den kriegt man hier nicht so einfach, aber jetzt langsam kommt er auch nach Deutschland und ich bin rangekommen, ich bin total glücklich, dass ich euch endlich zeigen kann, wie Matambre wirklich gemacht wird und was wirklich Matambre ist. Denn die Geschichte von Matambre ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und auch heute noch wird das Thema von vielen YouTubern, Barbecue-Meistern und Fleischsommelier falsch angegangen. Denn die verkaufen euch ein Fanksteak als Matambre. Und das ist leider falsch. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich Matambre ist, oder Elefantenohr, dann bleibt dran, denn heute erfahrt ihr es endlich. Das Hauptproblem ist, wer einmal Matambre gegessen hat in Argentinien, der hat auch gelesen, Stuffed Flanksteak. Und denkt natürlich, ein gefülltes Flanksteak ist Matambre. Ist es aber gar nicht. Denn Matambre ist im Prinzip der größte Muskel. Das ist nämlich der Muskel, der unter der Haut zwischen den Rippen sitzt. Und im Prinzip ist er gekennzeichnet als unterer Teil im Bauchbereich, aber er geht eigentlich vom Nacken runter. Also umso besser man es auszählen kann, umso mehr hat man von dem Matambre über. Deswegen ist es riesengroß, heißt es auch Elephant Ear oder Elefantenohr. Matambre setzt sich aus 2 Wörtern zusammen, Mata und Hambre. Das bedeutet so viel wie Hungertöter. Denn es ist der erste Cut, an dem man rankommt. Man schneidet die Kuh auf, man nimmt die Haut weg und da liegt gleich das Matambre. Deswegen heißt das Ding Hungertöter. Und das ist auch der größte Unterschied. Also wenn man jetzt so ein Matambre sieht, das kann ziemlich groß sein. Das hier sind 2,2 Kilo. Und ein Flanksteak hat in der Regel so 700 Gramm. Je nach Tier kann es auch mehr haben, also bis zu 1 Kilo. Aber niemals kann es so groß sein wie Matambre. Deswegen kann man Matambre auch so gut füllen. Und das machen wir heute. Wir machen heute gefüllte Matambre. Das ist eins der Rezepte, die in Argentinien damit gemacht wird. Es gibt auch Pizza und es wird manchmal auch so gegessen. Aber wir machen heute die gefüllte Rolle. Und keine Sorge, ich habe noch ein zweites Matambre da. Irgendwann, demnächst, kommt das auch. Also, wenn man den bestellen will, das ist Artikel 194. Es gibt so eine Übersicht, welcher Cut was ist, und das ist 194. Flanksteak wäre übrigens 11. Und eingetragen ist dieser Artikel 194 als Roast Meat, Shoulder Roast Meat, Fleischshaker, Elephant Ear und halt Matambre. Es gibt dann andere Länder, die haben das, den Cut auch. Also gerade in Südamerika haben sie es schon drauf, den rauszunehmen und haben da andere Namen zu. Aber wie gesagt, ich habe noch ein zweites Stück. Das ist halt die Kunst, was die Argentinier halt gut können, oder die Südamerikaner, muss man schon sagen, gut können, das Fleisch vernünftig rauszunehmen. In Deutschland wird es tatsächlich immer wieder verarbeitet, entweder tatsächlich zu Hundefutter oder halt wenigstens noch zu Wurst. Wenn unsere deutschen Schlachter wüssten, was das für ein Stück Fleisch ist und was es kann, weil gerade Muskeln, die viel bewegt werden, Hanging Tender ist besonders zart, die Faserung ist besonders lang und wenn man es richtig zubereitet, ist es wirklich ein richtig geiles Stück, eines meiner Lieblingsstücke. Ja, und wenn man es richtig rausnimmt, dann hat man wirklich ein geiles Stück Fleisch. Und das ist halt wieder mal so, wie beim Flanksteak auch, das haben sie damals auch ewig zu Wurst verarbeitet. Und erst als es dann wirklich in den USA richtig bekannt war, haben sie es dann auch mal in Europa rausgebracht. Und man sieht ja, also Flanksteak kennt inzwischen eigentlich jeder, denke ich mal. Aber es war halt eine lange Zeit nur für die Wurstverarbeitung da. Ja, warum wird der Muskel eigentlich so oft benutzt? Ja, wie gesagt, Fleischshaker heißt er. Das ist der Zuckmuskel. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo eine Fliege, ein Insekt ist, was die Kuh stört, dann zuckt sie mit diesem Muskel und jagt das Tier weg. Das heißt, wenn man einmal so ein Rindvieh gesehen hat, da sind immer Fliegen. Das Ding ist immer in Arbeit, das zuckt immer. Deswegen hat es auch so lange Fasern wiederum, weil es halt ein benutzter Muskel ist. Dafür ist es immer in Arbeit und das macht es besonders zart, nachher, wenn man es richtig zubereitet. Aber wie kann es jetzt sein, dass so viele sagen, ich habe hier ein gefülltes Flanksteak und das ist Matambre? Das ist ganz einfach. Wenn man jetzt die Schweiz, wir fangen mal mit der Schweiz an, das ist am einfachsten. Die Schweizer sagen zum Rumpsteak Entrecot. Bei allen ist es das Ribeye, USA, restliches Europa, Vorderbereich des Nackens, Entrecot, Zwischenrippenstück in Deutschland. Und da hinten kommt dann das Roastbeef und die Scheibe davon ist ja das Rumpsteak. Und tatsächlich sagen die Schweizer zum hinteren Teil Entrecot. Das heißt, wenn der Schweizer jetzt irgendwo hingeht und sagt, ich kenne Entrecot, kriegt er ein Ribeye und wundert sich, warum man einen ganz anderen Cut kriegt. Und genauso ist es auch in Argentinien. Die nennen das tatsächlich Flanksteak. Die nennen das Flanksteak. Aber es ist nicht der US-Cut oder nicht der europäische Cut, den man als Flanksteak kennt. Denn der ist viel weiter hinten. Aber man hat was Matambre und im hinteren Bereich, also im Bauchbereich, ist dann das Flanksteak. Und dadurch kommen halt ziemlich häufig Verwirrungen. Und wenn man nur oberflächlich guckt oder man das gesehen hat, oh, ist das ein Flanksteak, mache ich auch mal. Dann nehme ich ein Flanksteak, schneide das nochmal auf, damit es nicht so dick ist, weil ein Flanksteak ist so ein bisschen dicker und fülle das. Dann habe ich auch mehr Fläche. Dann geht das auch. Genau das empfehle ich euch. Ich stelle euch mal einen Link rein, wo ich das gekriegt habe über Asamodo. Die zeigen euch, wie argentinisches Barbecue geht. Die haben Grillgeräte, die haben Kurse und die haben auch, ich glaube, 5 verschiedene Fleischcuts. Und eins davon ist das Matambre. Und woanders habe ich das in Deutschland nicht kriegen können. Deswegen stelle ich euch den rein. Aber wer sagt, oh, das ist ja doch ein bisschen teurer, ich fange mal klein an, der nimmt sich erstmal ein Flanksteak, schneidet das tatsächlich auf und füllt das.
Der nimmt dann von den Zutaten, die ich heute habe, ein Viertel vielleicht und schneidet dann die Eier, die ich nachher rein tue, klein. Und da sind wir ja auch schon bei der Füllung. Die Füllung hat drei Sachen, die sind immer drin. Eier, Karotten und Paprika, und zwar rote und grüne. Und der Rest variiert. Ich werde es heute würzen mit Chimichurri, grünem Chimichurri und ordentlich Pfeffer. Das lasse ich so ein bisschen einziehen für ca. 6 Stunden, dann werde ich es zubereiten. Und essen tue ich das nachher mit dem roten Chimichurri. Die essen das meistens tatsächlich auf so einem Franzroll, so einem Brötchen. Bei mir gibt es halt Pommes dazu. Einfach, wow. Ganz easy, ganz lecker. Und da halt ein schönes, leckeres Chimichurri dazu. Da habe ich die Füllung, die Würzung und ich denke mal, das wird richtig geil lecker. Und ich freue mich auch wirklich schon sehr lange drauf. Und deswegen legen wir jetzt mal los, denn wir müssen dieses Matambre noch ein bisschen parieren. Und da müssen wir auch gar nicht viel parieren. Es sieht jetzt im ersten Schritt so aus, ob ich viel parieren muss. Ich habe aber hier ganz weiches Fett und darauf werde ich es nachher zubereiten. Das heißt, die Innenseite ist fast rosa. Das ist die, wo ich es füllen werde. Und die äußere Seite, da ist weiches Fett, darauf werde ich das grillen. Das schmilzt dann schön, das wird richtig lecker. Aber wir haben hier so ein bisschen Fett, festeres und das werde ich tatsächlich mal so ein bisschen wegtrimmen. Aber auch, wie gesagt, da werde ich auch was da lassen. Also ein bisschen werde ich halt abnehmen. Und da müsst ihr halt so ein bisschen fühlen, wenn ihr merkt, oh, hier ist noch sowas Festeres, das nimmt er weg. Und das war die Vorbereitung. Also damit ist es wunderbar. Mehr muss ich gar nicht machen am Anfang. So, im nächsten Schritt gebe ich das Ganze in eine Konsistform und werde das dann würzen. Wie gesagt, ich habe hier meinen Chimichurri schon mal vorbereitet vorgestern. Das gebe ich jetzt drauf. Das heißt, ich werde einmal innen füllen. Da kann jetzt auch ruhig was auf die Außenseite kommen, einfach damit es ein bisschen einzieht. Nachher werden wir es dann ein bisschen sauber tupfen. Da ist es, das waren die Vorbereitungen. Ich lasse das jetzt wirklich so 6 Stunden einziehen. Damit dann richtig Geschmack drin ist, das nochmal so ein bisschen weicher macht, ein bisschen softer macht, damit es nachher wirklich richtig gut schmeckt. Wenn ihr Zeit habt, macht das natürlich wie immer über Nacht. Das heißt, ihr legt es am Tag davor ein. Am nächsten Tag werdet ihr fertig machen. In den 6 Stunden werde ich jetzt nochmal ein paar Vorbereitungen machen. Die zeige ich euch nicht. Ich werde Eier kochen und ich werde die Karotten, ich habe übrigens 3 verschiedene Farben bei den Karotten genommen, einfach damit es ein bisschen schöner aussieht, kleinschneiden in Stifte und werde die schon mal blanchieren. Das heißt, ich werde die 4 Minuten in kochendem Wasser geben, dann in Eiswasser, damit sie aufhören zu garen. Einfach, damit sie nachher ein bisschen weicher sind. Denn die werden sonst beim Grillen wirklich nicht weich, weil sie innen drin sind. Und so habe ich dann nachher wirklich dann alles schön passend. Also die Paprika brauche ich nicht, aber bei den Karotten mache ich das mal. Das steht alles natürlich im Rezept. Wenn ihr bei mir im Rezept guckt, seht ihr auch noch ein paar andere Zubereitungen, dass man das in Milch machen kann. Und normal grillen kann, habe ich da auch mit aufgeführt, andere Zubereitungsarten. Kann man dann natürlich auch mit einem Flanksteak machen. Also, wer jetzt kein Matambre kriegt, ist nicht aufgeschmissen bei dem Rezept. So, die Marinierzeit ist um, es duftet. Chimichurri hat ja eh immer so einen geilen Geruch und es hat natürlich voll den Geruch von Chimichurri angenommen. In der Zwischenzeit habe ich auch schon mal die Füllung vorbereitet. Das heißt, ich habe einmal gekochte Eier, ich habe verschiedenfarbene Karotten, grüne Paprika, rote Paprika, die habe ich so in Streif gemacht. Ich habe genug Platz auf dem Fleisch, um das auszulegen. Ja, und das ist schon fast alles. Wichtig ist noch Pfeffer. So mit Matambre hat immer ordentlich viel Pfeffer drauf. Da gebe ich einen Pfeffer drauf. Und dann braucht man natürlich noch Garn, um das Ganze dann zu binden, damit wir eine vernünftige feste Rolle haben. Ja, das ist alles, was ich jetzt brauche. Und das machen wir jetzt mal. Ich hole euch rein und dann füllen wir mal unser Matambre. So, wie gesagt, wir haben einmal die Seite mit ein bisschen mehr Fett. Die geben wir jetzt nach unten. Denn auf der Seite wollen wir grillen. Und die andere Seite werden wir jetzt belegen. Normalerweise schneidet man das Matambre gerade und rollt von da auf. Oben ist egal, ob das dann gerade ist, aber auf der Seite, wo man aufrollt, sollte es gerade sein. Das hat schon jemand für mich getan, das sieht schon recht gut gerade aus, da mache ich nichts. Das schneidet man ab, man schmeißt es natürlich nicht weg, man legt es mit rein und rollt es mit ein. Das brauche ich jetzt nicht machen, ich kann gleich anfangen und kann belegen. Und dann, wie gesagt, erstmal eine ordentliche Portion Pfeffer drauf, nehmt euren Lieblingspfeffer, würzt es einmal ordentlich gut ein. Dann lege ich die Eier in Reihe.
Ich habe 8 Eier gemacht, mal gucken, wie viel ich davon brauche, ob ich zu wenig oder zu viel habe, aber eigentlich sollten 8 und 4 reichen. Wenn ihr das Ganze mit einem Flanksteak macht, ja, macht 3 und viertelt die. So, das sind meine 8 Eier, das heißt, ich verteile die so ein bisschen über die Strecke. Dann lege ich eine Reihe von den Karotten. So, dann die Paprika dazulegen. So, dann bereite ich schon mal mein Garn so ein bisschen vor. Das heißt, ich mache mir eine Schlaufe und lege mir das Ganze bereit. So, dann packen wir es mal zusammen, in der Hoffnung, dass es gut klappt. Also einmal rum. Und schön eng eindrehen. Dann nehmt euren Faden und fangt von einer Seite an, das Ganze zu verschnüren. So, ich nehme die Schaufelstange, das heißt, ich mache einmal rum, nochmal rum und dann gehe ich einmal von hinten rund rüber. Platziere mir das Ganze, guck nochmal nach, dass das vernünftig sitzt und dann ziehe es eng. Es ist gefüllt, jetzt geht es auf den Grill, es wird direkt gegrillt. Ich habe natürlich keinen Asado-Grill, das heißt, ich nehme jetzt meinen Bräuking, meinen Gasgrill und werde es darauf direkt zubereiten. Ungefähr 20 Minuten, das heißt von allen 4 Seiten jeweils ungefähr 5 Minuten, damit es schön Röster rumkriegt und ordentlich durch ist. Und dann werde ich es nochmal ein bisschen ziehen lassen, damit es nochmal ein bisschen weicher wird. So, aber jetzt geben wir es erstmal drauf. So, wie ich es gedacht habe, überall Flammen spielen natürlich, weil ihr habt ordentlich Fett, was jetzt verbrennt. Wie gesagt, außen ist ordentlich Fett dran und das wird jetzt schön geschmolzen und das tropft natürlich auf die heißen Blecher und brennt. So, wenn ihr zu viele Flammen kriegt und wenn es euch zu viel wird, dann könnt ihr das natürlich ein bisschen nehmen und nach vorne ziehen, so ein bisschen aus den Flammen heraus, damit sich das erstmal wieder beruhigt. Und so könnt ihr halt ein bisschen spielen mit vorderem Bereich und hinterem Bereich. Das hört da hinten gleich wieder auf zu brennen, das Fett. Und dann könnt ihr das hier nach hinten legen. Dann wird es Zeit, das erste Mal zu drehen. Und ihr seht, es hat schöne Röstaromen bekommen. Wenn die Rolle genug Röstaromen hat, das hat sie. Geht schön, das Fett ist schön angeknuspert überall. Das reicht mir vollkommen. So, wenn ihr es direkt macht, kann natürlich der Faden reißen. Das ist da passiert. Deswegen ist die Rolle aufgegangen. Das ist nicht schön. Aber, naja, es ist noch alles da, was ich brauche. Ich habe nichts verloren. Und deswegen packe ich das jetzt in Butcher Paper ein. Das wollte ich eh machen. Das heißt, ich roll es einmal zusammen. So, und die Rolle, die gebe ich jetzt oben auf die Ablage und lasse das nochmal eine Viertelstunde ziehen. So, dann ist es soweit. Wir holen die Rolle runter. Vorsichtig, dass das Kind nicht aufgeht. So, und dann schauen wir mal nach, wie es geworden ist. Ihr seht, teilweise kommt die Füllung halt raus. Nein, die Füllung kommt fast vollständig raus. Es ist aufgegangen. Da hat jemand schlecht gebunden. Aber duften tut's geil. Oh. Aber es hält alles fest. Es ist wie eine Schale, Gott sei Dank. Ich habe nichts verloren an der Füllung. Ja, ihr seht, so einfach ist es gar nicht. Es hat sich verformt, es hat sich auseinandergezogen, der Faden ist gerissen, also verbrannt an manchen Stellen. Dadurch ist die Rolle aufgegangen, aber ich habe es gerettet. Ich habe das Fleisch, ich habe die Füllung und ich werde es jetzt mal probieren, weil der Geschmack ist ja immer noch da, egal ob es jetzt offen ist oder nicht. Ja, es bietet sich förmlich an, ein Stück aus der Mitte zu nehmen. Und da ist meine fast gefüllte mit Hamburger-Rolle. Da kommt jetzt noch rotes Chimichurri drüber. Da ist mein mit Hamburger und jetzt wird Zeit, das Ganze mal zu probieren. Das heißt, ich achte drauf, wo die Fasern langlaufen. Das habe ich vorhin gesehen. Die liefen mich vom seitlichen lang. Das heißt, ich schneide jetzt mit meinem Cut einmal so quer.
Ansonsten wird das Ganze zäh. Und habe hier mein erstes Stück Fleisch. Und mal gucken, wie es schmeckt. Unterschiedlich. Da, wo es dünner ist, ist halt ein bisschen, muss man ein bisschen mehr kauen. Und da, wo es dicker ist, ist es super zart. Ja, damit beende ich nach 2 Jahren tatsächlich das Video zum Matambre. Es hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Faden war ein bisschen schlecht. Ich hätte ja auch ein bisschen enger, fester rollen sollen. Aber geschmacklich, Bombe. Also wirklich toll. Schöner Asado-Geschmack, Röstaromen. Hier 2 Chimichurris, einmal das Grüne, einmal das Rote, was richtig schönen Kontrast gibt. Die Eier schmecken gut, die Karotten sind toll dazu, Paprika passt immer. Super Essen. Ich habe im Prinzip schon eine ganze Beilage. Wie gesagt, die essen das im Brötchen. Ich habe mir jetzt Pommes dazu gemacht. Macht, wie ihr wollt, wie ihr Lust drauf habt. Auf jeden Fall kann ich es euch empfehlen. Und wer keinen Matambre kriegt, der nimmt halt meinen Flanksteak. Sagt aber nicht, dass er Matambre macht. Ja, das war's. Falls ihr Asado grillen mögt, habt ihr hier ein weiteres Video. Noch ein Video. Hier oben kostenloses Abo abschließen, Glocke aktivieren, verpasst ihr nichts mehr. Alle Rezepte, auch das wieder bei mir im Blog. Ja, und das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt That's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann. Ciao.